5028, mein Gott. Man nannte es auch, oder man nennt es immer noch Barockengel. Ne? Brigitte Schneemann, Roland Schneemann. Ja, 55er Baujahr, 100 PS, 2,5 Liter. Ich glaube, die gab es auch als Polizeifahrzeuge früher in Bayern. ISA 12, das war meine Radioserie oder so. Ich habe das als Kind, aber auch als Schallplatte gab es das damals. Definitiv als Hörspiel. Also bitte. 501 fing es mit an, dies ist der 502 mit einem Leichtmetallmotor, V8 natürlich. Diese repräsentative Limousine wurde bald unter dem Namen Barockengel bekannt. Feuerwehr, Polizei fuhren als Einsatzstreifenwagen. ISA 12 haben wir gerade gesagt, Funkstreife. Es war der erste Achtzylinder, den BMW baut in diesem Fahrzeug. Und gleichzeitig war es auch der erste Achtzylinder aus deutscher Produktion nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der erste serienmäßige Leichtmetall V8-Motor der Welt. In der Beziehung war BMW damals schon ganz weit vorn damit. Also tolles Auto. Lackierung original so, war es schon Metallic damals? Sieht geil aus. Hammer, echt Hammer. Ja, kann man nichts anderes sagen. Traumfahrzeug, muss ich sagen. Man beachtet diese Linien, diese Kotflügel, das ist alles übernommen noch und das hat man ganz toll umgesetzt. Ja, schönes Auto. Brigitte Schneemann, Roland Schneemann, vielen Dank fürs Kommen. Sehr schön. Dieses Riesendach zum Aufmachen, Hammer. Wow, da kommt noch sowas. Das ist jetzt ein 3-2er, das ist die kleinere Version. Ist das richtig, ja? Ist das nicht der Barockengel? Doch, ne? Also gleiche Karosse mit dem Sechszylindermotor. Oder auch V8. Ich weiß es nicht. Also, ich höre gerade. Soweit ich hören konnte, ist es der 501 mit dem 3,2 Liter Motor. Hier steht halt nur BMW 3200L. Mehr steht da nicht. So, insofern ist das dann der kleine, etwas kleinere Motor gegenüber dem anderen wahrscheinlich. Aber auch ein Barockengel, 62er Baujahr, 3,1 Liter nur mit 140 PS. Diesmal in Rot. Auch schön, auch toll. Also ich kann da nichts, ich finde die beide schön. Das ist nur die Farbe, der Unterschied ist. Sehr schönes Auto. Ah ne, der andere hat das Faltdach und sie haben natürlich ein Stahldach, Stahlschiebedach. Das ist die 62er Version mit dem Stahlschiebedach, dann eine war die, was hat man eben? Habe jetzt nicht verstanden. Der meint immer, ich kann den verstehen hier. Ich kann ihn nicht verstehen. Alles gut, es ist ein tolles Auto, es ist auch ein Barockengel, es ist auch ein BMW, es ist ein 62er Baujahr, diesmal in Grün. Ich glaube für die Jury, die müssen jetzt echt entscheiden, Grün oder Rot. Nein, es ist kein Feuerwehrauto, obwohl da drin stand, dass auch die Feuerwehr den benutzt hat, wahrscheinlich nur der Oberbrandmeister natürlich. Ne? Was denn sonst? Ne, sehr schönes Fahrzeug, klasse, sieht absolut toll aus. Man beachte auch die beiden gegenläufigen Türen, die hintere geht natürlich andersrum auf, klasse. Ja, BMW hat sich da echt was bei gedacht damals. Vielen Dank fürs Kommen. Heinz Dürfeld und Friedhelm Dürfeld. Porsche. Bei 64 steht hier, achso, der wurde gewechselt. Er wollte erst mit einer Pagode kommen, dann haben wir uns doch für den 911 Targa entschieden. Ein 72er im 3-Liter Motor und 176 PS mit sogenanntem zeitgenössischen Tuning. Ich glaube, hinten hat er ein bisschen DRS-Verbreitung drauf, das sieht man auch. Der ist ein bisschen tiefer gezogen am Ende und dann auch wahrscheinlich am Motor ein bisschen was gemacht, weil ursprünglich war es kein 3 Liter, ne? Es war ein 2,4er. Ne? Ja, aber ist ja in Ordnung. Man möchte ein bisschen schneller fahren. Fuchsfelge mit den verkrummten Kappen drauf. Ja, schönes Auto und Targa. Ich fand den Targa eigentlich auch mal besser als das Cabrio, muss ich echt sagen. Ja, ne? Vielen Dank fürs Kommen. Nicole Beckers und Carsten Jüsten, das stimmt aber noch, ja? Und Sebastian. Nur dann auch von Mercedes auf Porsche, was soll das? Nehmen wir halt den anderen heute mal. Entschuldigung. Ja.
Ich habe da was zu stehen. Es sollte eigentlich eine Replika sein vom Porsche 55. Aber dann hat Klaus Wagner und Martina Kolasny, die auch nicht mehr dabei ist, super, den BMW 3.0 CS mitgebracht. 75er Baujahr, 245 PS mit 3,5 Liter Hubraum, Alpina Kit drauf, mit 3x45er Weber Doppelvergaser, muss er sich mal reintun. Natürlich eine Nockenwelle vom Herrn Schrick, die das immer ganz gut macht, und ein Fächerkrümmer, damit das Ganze auch funktioniert. Hört man so nicht, ne? Aber Alpina war immer schon dezent, aber stark. Das ist ja bis heute so. Und dieses Modell gab es ja auch in der Leichtbauversion als CSL und da wurden Rennen mitgefahren. Er liegt vorne, mein Freund hängt da ein bisschen. Er ist insgesamt ein bisschen tiefer, glaube ich. Ne? Ja. Alles gut. Ne, tolles Auto, so ein bisschen Wolf im Schafspelz, weil an der Felge erkennt man, dass ein Alpina ist. Die Streifen gab es damals noch nicht, die grün-roten wie heute. Und wie gesagt, Klaus Wagner, BMW 3 Liter CS. Vielen Dank fürs Kommen. Auch schönes Fahrzeug. Ciao. So, das ist jetzt der kleine Karabiner. Weißt du, das funktioniert so. So, hier werden die Gastgeschenke überreicht. Oh, da gibt's noch. Ja. Guck mal, die Mädels kriegen hier einen Sekt. Ihr macht das richtig. Ja, so kann man beeindrucken. Das stimmt schon. Ja. Der Sekt, Finze. Champagner. Ja, Champagner. Also ich muss erst mal sagen, Beate Grond und Jenny Klevin haben ein VW Carmangia Cabrio. Wir erinnern uns, eben hatten wir den großen. Dies ist der kleine Carmangia, der noch auf dem Käferchassis basiert. 64er Baujahr, 1200 Kubik, 34 PS. 65 gab es dann 40 PS. Dies ist der sogenannte Typ 14 und eben der bei der Typ 34. Der hat damals gekostet, im Baujahr 64, 8.250 Mark. Muss ich mal reintun. Das war damals schon, wie gesagt, Hausfrauen, Porsche oder Sekretärin Ferrari. Wurde damals so genannt. Dieses Auto wurde 1964 in Köln zugelassen. Hier steht dieses schöne, ich habe gelesen, dieses Auto wurde im schönen Köln zugelassen. Nee, das schöne Auto wurde in Köln zugelassen. Also nach einer kurzen Auszeit zwischen 2005 und 2015 in Schweden wurde es dann zum April 2018 in den Niederlanden restauriert und nach langem Hin und Her wurde es dann wieder in Essen zugelassen. Macht einfach nur Spaß. Besonders schön ist auch die originale 6-Volt-Anlage bei Nachtfahrten, die es erinnert mehr an eine Grubenleuchte. Gut, dafür ist Essen ja nun, passt ja dazu, ne? Vom Bergmann her die Grubenlampe, ja glaube ich 6 Volt, das ist soweit. Gibt es denn überhaupt noch 6 Volt Batterien? Ich weiß das gar nicht. Dann hat der Mann wieder gemacht, das Auto, ne? Aha. Also Champagner, die Farbe ist geil. Ich weiß nicht, ob es die damals gab, ich glaube nicht, ne? Aber sie steht dem Auto, muss ich sagen, auch mit dem schwarzen Dach. Sehr schönes Modell. Vielen Dank fürs Kommen, Beate Grond und Jenny Klevin. Don't drink and drive. Und Das ist ein Motorrad. 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 Das ist ein